Ja, hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Fußballmanager 14. Mein Name ist Nui. Ich glaube, das müsste Folge 58 sein. Ich finde die Zahl immer noch extrem hoch. Und ich gucke auch mal gerade so ein bisschen hier wieder drüber, über unsere bearbeitete Beobachtungsliste. Ich denke mal, wir könnten auch noch mal ein paar Leute hinzufügen, aber ich denke, manche werden immer so, ja, oder die Spieler werden immer so aggressiv. Eieiei, alter Schwede, das ist so weit unten, das ist der Wahnsinn. Hier können wir mal, wir müssen echt mal mit manchen hier reden. Muss deine Ziele herunterschrauben. Möchte den Verein verlassen, ja, naja. Möchte ich auch gerne, dass du gehst, aber anscheinend ist das ein bisschen schwer machbar. Will Stammspieler in der ersten Mannschaft sein. Ich denke mal, wir werden uns von einigen Klubben trennen müssen. Legt Wert auf Gespräche, naja, mit dir können wir mal reden. Machen wir mal das hier. Sehr gut. Hä? Frustration, was hat er denn? Wir Stammspieler in der ersten Mannschaft sein. Viele Kleinigkeiten kommen zusammen. Da müssen wir mal. Muss deine Ziele herunterschrauben. Ich habe meine Zeit nicht gestoppt, schön. Du musst deine Ziele herunterschrauben. Ja, machen wir das mal. Für mich ist das keine Option. Nächste Saison sagen sie mir wieder das Gleiche. Ich habe da kein Vertrauen mehr in sie. Er verliert sein. Wo sein? Hier? Immer noch, okay. Arslan. Ah, wir müssen. Das ist. Ich muss das hier irgendwie zu allen sagen, weil gerade so viel los ist hier. Ah, möchte den Verein verlassen. Romelu. Ne, war denn das von uns gewesen? Das hier wäre eigentlich auch noch schön. Aber Lulic und Beister. Beister könnte man vielleicht versuchen zu verkaufen und dann halt wirklich noch einen Rechten zu holen. Ja. Ich guck mal hier. Genau, dich hauen wir erstmal rein, weil die haben wir versprochen, du spielst das nächste Spiel. Und dann ohne gegen Dortmund, ach man, bin ich ein Plebs. Henrique war so gut drauf. Lass mal erstmal so stehen. Arda Turan. Wir hauen mal Arslan rein. Und wir spielen erstmal gegen Dortmund. DFB-Pokal in Dortmund natürlich auch noch, ey, Scheißendreck. Mannschaftsstärke 853 gegen 48. Wir haben 840. Wie ist denn der Trainer? Heke? Henare T. Okay. Ja, bis jetzt irgendwie, wir sind zwar irgendwie im Vormarsch, aber irgendwie läuft es ja nicht so richtig. Guck mal hier rein. Ah. Ich glaube hier Goray Topal. Holger Badstuber. Abgefälscht, okay. Das ist natürlich Pech. Geh mal drauf. Das hat nie was Gutes, wenn man getroffen macht. Also Sebastian Rudi muss man auch mal ein bisschen beobachten. 3,5. Hatte gerade 3,0. Wer sich so auf rechts einfügt. Vielleicht können wir auch mal den Fabinho irgendwie aufs Rechte halt, ja, stärker machen. Oh Mann, ey, die drücken aber auch wie Sau. Zwei-null Sokrates, Innenverteidiger, Alter. Ich hätte immer gerne gewusst, wo die in der Liga stehen. Ich glaube, die standen noch irgendwo bei uns. So.
Ich hau mal Leo rein, der hat zwar keine gute Moral, hat aber eine Form von 12. Ich hätte zwar Rot das O drinnen behalten können, aber ich finde, jemals ist vielleicht ein bisschen schwerer auszumerzen. Ich mache voller Angriff, weil was soll hier noch passieren? Wir haben zwar viele Ecken, aber es kommt nichts dabei raus. Ja, wieder. Ah, hier ist ja meine Verbindung. So. Ja, irgendwie passiert nichts. Was soll ich denn mal noch tun? Marvin Dux? Boah, was mache ich denn mal? Ich hau mal Tora rein. Mal sehen, ob das überhaupt noch irgendwas bringt. Ach, es ist nicht mehr normal. Die sind viel zu offen, viel zu. Ja, sie wurde auf die Tribüne verbannt. Ist mir jetzt auch scheißegal. 4-0 DFB-Pokal gegen Dortmund. Mein Co-Trainer hat nochmal ausgewechselt. Ah, Henrique war halt gut drauf. Den hätte ich vielleicht nicht drin. Vielleicht drinnen lassen können, aber ich hatte allerdings versprochen, dass er spielt. Ich bin ja gut, gegen Dortmund kann man auch rausfliegen, aber halt vielleicht nicht unbedingt so. Und was ich mir auch gerade überlegt habe, wäre vielleicht auch. Ich weiß gar nicht mehr, wer macht denn eigentlich mal ein kleiner Mal Ecken Gündogan? Vielleicht doch mal gucken, Barcho war halt besser, ist zwar Stand scheiße. Aber halt, wenn er be besser Ecken macht, bringt uns das vielleicht doch einiges mehr. Und ihre Mannschaftsführung findet großen Anklang. Aha. Das ist ja höchst, höchst interessant. So, jetzt will ich mal gucken jetzt hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie ich das hier schon sehe. Jetzt sind natürlich alle schlecht drauf, weil wir halt im DFB-Pokal ja ziemlich zeitig rausgeflogen sind. Ich hau mal hier Fabinho rein. Und ansonsten. Marcel Jansen können wir auch mal mit. Können wir sogar mal spielen lassen. Die Mannschaftsführung findet großen Anklang. Aha. Jetzt haben wir noch ein Spiel gegen Augsburg. Achso, ja, ich wollte doch. Aufgaben. Kapitän ist Holger Badstuber, das ist richtig. Ecken. Ne, Gündogan war doch der Beste gewesen. Und das lassen wir auch so. Hat sich ja bestimmt nicht viel verändert. Ne, eigentlich nicht. Öffne Taktik. Genau, dann hier Anweisung. Vielleicht bei Standards nach vorne. Machen wir das mal mit rein. Wie groß ist denn Lulic eigentlich nochmal? Schade, dass man das hier nicht sieht. Ah, machen wir das auch mal so. Ja, das Spiel mache ich mal noch mit rein. Weil ich nicht genau weiß,
wie weit wir jetzt hier sind. Meine Uhr zeigt gerade mal 8 Minuten und das wäre halt eine extrem kurze Folge gewesen. Schon nach 10 Minuten. Rüdes V-Spiel. Rot wäre richtig gewesen, steht auch noch da. Was? Senisa Adilokovic. Mhm. Kenne ich auch nicht. Marcel de Jong, den kenne ich. Molinaro spielt bei Augsburg. Ach so. Jawohl. Gündogan, hä? Gündogan, jawohl. Aber es ist ja manchmal irgendwie zu viel Eigenes. Also, es ist jetzt hier. Ja, gut. Ich weiß nicht. Das Spiel gegen Dortmund war einfach scheiße. Sagen wir es mal nicht so. Das war scheiße. Und gegen Augsburg könnten wir uns eigentlich unsere Form wieder ein bisschen zurückholen. Wenn wir natürlich auch gewinnen. Und ich hier. Wir kriegen immer so viele Ecken. Hier ist ja Wahnsinn. Fabinho ohne meine gelbe. Rudi werden wir rausnehmen. Ich bringe mal Lazaridis. Jawohl, 2-0. Dennis Breed, Vorlage von Ilkay Gündogan. Ja, das ist halt. Die sind gut, aber der Rest so rechts, links, ich weiß es nicht. Also bin ich irgendwie arg enttäuscht. Na, komm. Ja, Lazaridis würde ich mir gerne bringen. Fabinho lassen wir erstmal drinne. Ich hoffe, dass er nicht zu viel Scheiße baut. Aber wir hätten mal noch mit den Spielern reden können. Enrique auch oder 1,0, ey, der Wahnsinn. Jawohl. Boah, Gilmers hat frische 73, das ist halt echt schlecht. Vielleicht, wenn wir noch einen durchschießen, könnten wir mal eher auswechseln. Ja, die anderen sind alle noch über 80. Und er hat schon 73. Oh. Steht auch, war Freistoß, kann er gut, aber hat bis jetzt noch nichts gebracht. Ich drück mal lieber nichts. Glanzparade. Ricardo. Wer ist denn das? Ricardo. So. Ich glaube, wir nehmen mal Leo raus. Ach, Leo raus. Wir bringen mal Leo, so gesagt. Für jemals. Ich weiß zwar, der hat keine gute Moral gegenüber uns, aber vielleicht will er es ja nochmal. Ja. Vielleicht will das ja Augsburg nochmal zeigen. Siebter sind wir gewesen. Jetzt sind wir Fünfter. 2-1, Sascha Mölders. Nicht gut. Alles schlecht. Jan Mora weg. Kevin Vogt. Boah, Jungs, reißt euch da nochmal bitte ein bisschen zusammen. Paul Verhaag, gelbe Karte. Ich drücke auch lieber nichts, weil das ist mir alles immer so riskant. Und dann passiert trotzdem was und dann bin ich trotzdem angearscht. Ach, das ist alles scheißegal. Gottes Willen. Jawohl. Trotzdem 2-1 gewonnen. Sehr gut. Gündogan war bester Spieler. Wieder einmal ein Tor und eine Vorlage. Ja, gut, das ist nicht schlecht. Huch, Spieltag. Gündogan. Dritte Mal schon dabei. Goretzka. Ah, auch interessant. Man könnte halt auch so spielen, war. 4-4-2. Ja, gut. Geht ja bei uns wieder nicht. Da müssten wir Dennis Breed wieder zurückziehen. Und ich denke mal, das wäre doof. Mit unserem besten Spieler ausschalten.
Timo Werner schon 71. Ja, da könnte man ja halt auch dann mal überlegen. Dennis Breed kann er bestimmt. Ja, zentral kann er zu hoch, aber schlecht. Das ist halt wirklich, liegt an rechts und links, das ist der Wahnsinn. Es liegt nur an rechts und links. Innenverteidiger, die haben sich wieder gefangen. Links, okay, Fabinho, Aber ansonsten, es kommt halt wenig nach vorne. Sebastian Rudi hat auch Form 8. Lazaridis 11. Weister 10. Shaqiri ist noch verletzt. Kommt ja auch bald wieder. Aber ich sag hier auch wieder Tschüss. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst euch gut gehen. Haut rein. Tschüss.